immer mehr bewegt. Das war deutlich schneller. 20,31 Sekunden. Applaus nochmal für den Christoph. Das ist gleich der Aufmunterungsapplaus für den Thomas Oelling, der als Dritter von den Aktiven am Start ist. Los geht's. Ja, und es darf trotzdem angefeuert werden. Und Applaus. Los geht's. Das war technisch hervorragend, würde ich mal so einschätzen. Und auch die beste Zeit. Also 13:56. Herzlichen Glückwunsch an den Marcel. Das hat man irgendwie schon ein bisschen gesehen. So, anfeuern, anfeuern. Und jetzt so schnell wie möglich zurück. Das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Dass die Gewichte nicht ausfallen. Der Christoph ist dran. Christoph Koch. Er sagt, der Sprecher und ich höre nichts. Ich höre keinen Applaus, keine Anfeuerung. Christoph, Christoph, Christoph. Jawohl. 15,9 Sekunden, das gab Daniel. Und ja, feuern Sie ihn an, liebe Gäste. Und zurück in vollem Speed. Nach 14 Sekunden 13,94. Los geht's. Das ist ein richtiger Schlussspurt hier. Hat man wieder gesehen. 12 Sekunden und 69 Hundertstel. Also, toll. Applaus für den Michael. Der Thomas Appelfelder. Versprechen, jawohl. Gleichgewicht und Schnelligkeit. Und jetzt einfach nur das Ziel, so schnell wie möglich. Sekunden 47 Hundertstel. Ich würde ihm jetzt auch noch eine Sekunde schenken, weil er ja schon einmal durch ist. Aber mal sehen, was rauskommt. Also, jetzt feuern wir alle den Ron nochmal an, weil er zum zweiten Mal das bewältigen muss. Los! Jawohl! Und ein Applaus nochmal für den Ron. Jawohl! Und alles gegeben. Ein Riesenapplaus für den Ron, der hier zweimal durch musste und alles rausgeholt hat. 15:81 und das ist eine richtig gute Zeit unter den Aktiven. Die mittlere genau gesagt. Welche Vereine sich heute wo präsentieren? Mit allen Freunden von Frau Winkel in vielen Städten und Westen.
Wir kommen nun ganz schnell vor, weil es ist wirklich knapp. Das ist ein Scheiß. Richtig. Meine liebe Jeanette, ich würde ja fast ein bisschen zählen, aber es scheint ja wirklich so, bei euch ist richtig viel los. Meinst du, Krawinkel schafft es, Salzwedel vom Thron zu stoßen? Wie sieht's aus? Was denkst du? Ich kann ja auch immer nur so ein bisschen schätzen, weil ich die Zahlen noch nicht kenne. Aber ich glaube, das wird echt spannend. Das erklärte Ziel ist ja Salzwedel. Aber dafür müssen dann Krawinkel Leute. 2663 Leute kommen, ob sie das geschafft haben. Es wird auf jeden Fall spannend und sie haben sich auf jeden Fall wahnsinnig viel überlegt. Viele Aktionen heute. Die zwei Vereine, die antreten, das sind die Gewichtheber und die Westernreiter und die Gewichtheber. Stemmen hier schon den ganzen Nachmittag die schwere Mantel. Huch, kann man gar nicht dazwischen kommen. Wie seit über 150 Jahren. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit und natürlich müsst ihr immer wieder Nachschub haben, wenn sie um den Verein leben zu lassen. Nach Abschluss der Sendung auf die Koppel, Jungen, unter der Koppel, stellen sich hinter die roten Bänder, seien Sie dabei beim Finale der Sendung, wenn verkündet wird, auf welcher Seite. Das ist halt nur viel Gewicht, was wir da hin haben. Applaus, euer Verein an. Und die ersten Gewichte. Ja, 15 Kilo. Und da haben wir schon ordentlich was zu tun. Sonst wäre es ja zu einfach für den Rest. Einmal wiegt 110 Kilo. Toni, den Pferd macht so Spaß. Und sie haben mich so wirklich nicht so gut. Das ist ein zusätzliches Gewicht, was nochmal auf die Gerne draufkommt. Da muss man halt wirklich einfach. 5 Kilo Scheiben nehmen. Ja, das sind 5 Kilo Scheiben. Das ist vage. Nee, wir erinnern uns an die andere Challenge. Das ist vage. 2 Minuten 11 Sekunden. Wir haben hier heute schlecht. Alle mit dran. Alle hinter Jeanette. Alle mit dran. Hinter Jeanette. Der Sieger bekommt 4.000 Euro. Die Plätze 2 und 3 jeweils 1.000 Euro. Unterstützt vom Freitag am Klo in Funkler. Nervenkitzel und Spaß für die ganze Familie. Mega, mega,
gerade groß und deswegen wollen wir vielleicht auch in die besseren Reiter um die Gewichtheben in unserer zweiten Woche 2663 gilt es zu schlagen. Und was soll ich sagen, es rasen, rasen, rasen wirklich auf 3400 Titel. Weil sie die einzige Starterin war. Aber sie kriegt natürlich ihren verdienten Pokal. Lara Peipert, das sind die Jahrgänge 2005 bis 2007. Sie hat sich gestellt und kriegt hier ihren verdienten Siegespokal überreicht vom Landrat, vom Bürgermeister. Herzlichen Glückwunsch, der Lara. Wir kommen zu den Jungen der Jahrgänge 2011 und jünger. 13 haben hier teilgenommen und so, auch hier ein Siegesapplaus, Siegerfoto und herzliche Glückwünsche. Also, herzlichen Glückwunsch an Marcel Postler, an René Kümmerling, an Michael Appelfelder, an Jan Brückner, an Daniel Eckert und an Thomas Appelfelder. Euer Applaus! Oh, sind das große Medaillen. Auch hier das Siegerfoto. Auch an euch die Medaillen, die kleinen und die großen und die Pokale. Hier kriegt ja jeder ein. Also, Sieger Thomas Oelling, zweiter Christoph Koch und dritter, und für mich ist er der Sieger der Herzen, Ron Nicol, weil er zweimal mit der Schubkarre rennen musste. Euer Applaus, herzlichen Glückwunsch. Okay, das gibt natürlich noch einen Riesenapplaus für Alexander. Er macht's wirklich, super. Okay, das war's, glaube ich, mit den Preisen. Wir schauen uns den Alexander noch an und wir bedanken uns beim Landrat, beim Bürgermeister, bei den Vereinsmitgliedern und einen Riesenapplaus, jawohl, für Alexander. Spitze. Ja, und nochmal herzlichen Dank an die Damen und Herren vom MDR für die Geduld. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Macht's!